Heute geht es in unserer Gottesdienstserie 40 Tage Gebet und Fasten, sehr konkret ums Fasten selbst. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, wenn man manche Bibeltexte schon oft gelesen hat und dann liest man sie zum 10. oder 20. Mal und plötzlich erkennt man dort ein Wort oder eine bestimmte Sache und man denkt sich, stand das schon immer da drin? Und plötzlich wird es einem ganz neu bewusst. Kennt das jemand? So, ja, doch, ein paar gibt es da. Ja, und so ging es mir in der letzten Zeit, als ich mich mit dem Thema Fasten beschäftigt habe. Da las ich Texte, die ich schon häufig gelesen habe, aber plötzlich entdeckte ich da das Wort Fasten und dachte, stand das schon immer da drin oder kam das erst vor kurzem da rein? Es war so, als hätte ich das jedes Mal übersehen, ganz oft auch so im Zusammenhang, dann beteten und fasten sie und dann wusste ich, ja, sie beteten, aber ich habe es immer wieder übersehen, dass sie dann auch fasteten. Und für mich ist dieses Thema ganz neu zu einem Herzensthema geworden und ich habe neu eine Leidenschaft entdeckt für das Fasten. Und mein Ziel heute möchte ich von Anfang an, will ich die Katze aus dem Sack holen, will ich ganz deutlich sagen, mein Ziel für diese Predigt ist ganz einfach und zwar, dass viele Leute, die heute in diesem Raum sind, die es eigentlich nicht vorhatten, heute die Entscheidung treffen, morgen zu fasten. Und daran kann man meine Predigt auch bewerten. Wenn sich heute keiner entscheidet, morgen zu fasten, dann war das eine schlechte Predigt. Und wenn heute Menschen die Entscheidung treffen, morgen zu fasten, die es eigentlich nicht vorhatten, dann bin ich dankbar, dass Gott auch die nächsten Minuten dafür gebraucht hat. Ich habe festgestellt, früher habe ich ab und zu gefastet, aber es hat sich nie wirklich so, ich sag mal, durchgesetzt in meinem Leben. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass ich eigentlich auch nie ein wirkliches Verständnis davon hatte, was ist das überhaupt, wozu, warum muss ich denn unbedingt fasten? Ich kann auch so einfach beten und ich weiß, dass das vielen so geht. Und als ich mich auf die Suche begeben habe, muss ich feststellen, okay, es gibt keinen Textabschnitt in der Bibel, zumindest habe ich keinen gefunden, der ja so richtig eine Theologie des Fastens irgendwie entfaltet, wo wir an einem Lehrtext sehen können, dass Paulus an irgendwie Korinther, Philippa oder Epheser oder wen auch immer schreibt und dass er sagt, so, ich entfalte hier mal eine systematische Theologie des Fastens. Aber wenn wir uns einen Blick in die Bibel wagen, an unterschiedlichen Stellen, da zieht sich das wie ein roter Faden durch, dass das ganz normal einfach dazugehörte. Das Fasten war einfach ein normaler Bestandteil des christlichen Lebens, des Lebens von Kindern Gottes. Und ich möchte mit euch mal einfach mal so ein bisschen drüber fliegen über einige einzelne Situationen und dann bekommen wir so ein Bild und einen Eindruck davon, was Fasten ist und was man darunter verstehen kann unter dem biblischen Fasten. Ganz am Anfang, nicht ganz am Anfang, aber wir lesen zum Beispiel von Mose. Er fastete 40 Tage und in dieser Zeit von 40 Tagen Fasten gab Gott ihm die 10 Gebote. Die spielen bis heute noch eine wichtige Rolle für uns und Gott gab sie im Kontext von Gebet und Fasten. Wenn wir weiter gucken, die Geschichte von Jona, der einen Auftrag bekommt, eigentlich zu Ninive zu gehen und die Menschen zur Umkehr aufzurufen, da sehen wir, als der König von Ninive das Ganze versteht, ruft er eine gemeinsame Fastenzeit aus. Wir lesen das in Jona 3 ab Vers 6 und als das von dem König von Ninive kam, stand er auf und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Also dem reicht es noch nicht mal aus, dass alle Menschen fasten, sondern da sollten auch die Tiere fasten. Und hier sehen wir, Fasten findet hier im Zusammenhang von einer Buße statt. Also das Volk von Ninive versteht den Weg, den wir bisher gegangen sind, so wie wir bisher gelebt haben, das entspricht nicht dem Willen Gottes und sie kehren um. Der König versteht es und Teil dieser Umkehr ist auch eine Fastenzeit. Also durch das Fasten wird ihre Entscheidung der Umkehr bestätigt, bekräftigt und befestigt. Hannah, einige Zeit später, hat einen Kinderwunsch und sie fastet darum. Und sie bekommt ein Kind, der später der Prophet Samuel wird.
Selbst Jesus nahm sich Zeit, nachdem er, ich teile diese Leidenschaft so sehr, er liebt einfach Schlagzeug. Ich liebe das, auch während der Lobpreiszeit sitzt er und guckt einfach dem Henry zu und beim Schlagzeug. Ich kann das so gut verstehen. Also ich freue mich schon auf deine Beats in ein paar Jahren. Genau, also richtig herrlich. Also auch Jesus selbst nahm sich Zeit zum Fasten. Nachdem er sich taufen lassen hat, ging er erstmal in die Wüste für 40 Tage, bevor er angefangen hat zu verkündigen, zu wirken und Wunder zu tun, stehen hier 40 Tage in der Wüste, eine Zeit des Gebets und des Fastens. Und man könnte sagen, okay, wenn es irgendjemand mal, der auf dieser Erde war, nicht nötig hatte zu fasten, dann war es Jesus. Aber selbst Jesus nahm sich diese Zeit. Und als er da gefragt wurde, warum seine Jünger nicht fasten, da sagt er, hey, gerade ist es so eine Zeit, das ist so wie, du bist gerade auf einer Hochzeitsfeier, der Bräutigam ist gerade da und das ist nicht unbedingt die Zeit des Fastens. Aber wenn ich wieder weg bin, dann werden auch meine Jünger fasten, so wie die Jünger Johannes und auch die Pharisäer es taten. Also er sagte auch schon, das ist etwas ganz Normales. Zur Zeit gibt es eine besondere Zeit, ich bin gerade auf der Erde und meine Jünger fasten nicht. Aber sobald ich weg bin, wird das auch für meine Jünger ein ganz normaler Bestandteil ihres Dienstes, ihres Lebens sein. Okay? Und als seine Jünger auch einmal zu ihm kamen und sie hatten da ein Problem, da hatte einer ein okkultes Problem, hatte eine okkulte Bindung mit einem bösen Geist und die Jünger bekamen das irgendwie nicht hin und da sagte er, ja, so eine Art von Belastung und Bindung und bösem Geist geht nur durch Beten und Fasten weg. Und hier bekommen wir schon mal einen Eindruck davon, dass im Fasten auch eine bestimmte Kraft und Vollmacht liegt. Aber auch seine Apostel, auch seine Jünger fasteten, auch nachdem er weg war. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 2 und 3. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und dann kommt noch mal ein zweites Fasten hinzu. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Wir sehen also, sie fasten, um vom Heiligen Geist eine Führung zu bekommen, dass er ihnen sagt, wen sie für diesen Dienst einsetzen sollten. Und als sie Klarheit darüber hatten, fasteten sie noch einmal, ein zweites Mal, während sie Paulus und Barnabas für diesen Dienst segneten. Wir merken also, es ist eigentlich gerade in der ersten Kirche und bei den Aposteln ganz normaler Bestandteil ihres geistlichen Lebens, dass sie fasten. Und wenn wir mal jetzt nur exemplarisch diese wenigen Stellen, die nur ein Auszug sind von viel mehr Stellen, die es gibt, nehmen, dann können wir schon mal drei Aspekte des biblischen Fastens herausarbeiten. Das erste ist, Kinder Gottes fasten in sehr unterschiedlichen Situationen. Also wenn wir uns angucken, die unterschiedlichen Beispiele, es sind sehr, sehr unterschiedliche Situationen. Sie haben ganz unterschiedliche Anliegen. Es sind manchmal ganz große Dinge und manchmal auch kleinere Dinge. Also es war irgendwie einfach in den unterschiedlichsten Situationen normal, dass Fasten da dazugehört hat. Dann, beim Fasten gibt es immer ein geistliches Ziel. Es gab immer ein Anliegen, entweder ein Gebetsanliegen, ein Wunsch, den man hat oder dass man Gott hören möchte, seine Führung haben möchte oder dass man sich öffnet, um etwas von ihm zu bekommen. Und so gibt es auch unterschiedliche mögliche geistliche Ziele, die für uns heute bestehen, die bei dir andere sein können als bei mir. Bei mir zurzeit, wenn ich faste, steht es einfach im Fokus, einfach in meiner Beziehung zu Jesus eine neue Tiefe zu bekommen. Weil ich mir wünsche, noch stärker sein Reden und sein Willen für mein Leben zu erkennen. Bei dir kann das nochmal etwas vollkommen anderes sein. Vielleicht wünschst du dir, dass einen gewissen Durchbruch, dass du frei wirst von gewissen Bindungen, von Süchten, die in deinem Leben da sind. Vielleicht hast du einfach ein ganz konkretes Anliegen, einen Wunsch an Gott, den er erfüllen möchte. Und vielleicht gibt es noch ganz andere Dinge, aber wir merken, immer dort, wo Kinder Gottes fasten, da gibt es auch ein geistliches Ziel. Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, dass wir gucken, wie sind unsere Wünsche? Also sind unsere Wünsche
geistlich. Also auch da beginnt schon die Reflexion auch mit Gott. Und das Dritte ist, Fasten ist nicht nur Verzicht, sondern immer verbunden mit Gebet und das Hören auf Gott. Also wenn du auf Nahrung verzichtest, ist das noch kein Fasten, das ist eine Diät. Kann manchmal auch nicht schaden, aber darum geht es nicht, okay? Also nur auf Nahrung zu verzichten, ist noch kein biblisches Fasten. Erst wenn ich diesen Verzicht auf Nahrung verbinde damit, dass ich Gebet und dem Bewusstsein und dem Hören auf Gott und sich ja, öffnen für Gottes Wirken, erst wenn ich das damit verbinde, wird es zum Fasten im biblischen Sinne. Und da haben wir viele Möglichkeiten, sei es einfach die Bibel zu lesen, das ist der Weg, den Gott am stärksten nutzt, um zu uns zu reden. Okay? Ich bin vor 2 Wochen bin ich nach Gran Canaria für 1 Woche geflogen, ganz alleine in die Berge und wollte einfach eine Zeit verbringen, wo ich hatte keine Pläne und nichts, sondern nur Zeit habe, um Gott zu hören, um zu beten und um mich von Gott führen zu lassen, um mit gewissen Fragen dafür nachzudenken. Und das Interessante ist, ich hatte nur einen Wunsch, und zwar, dass Gott zu mir spricht. Und er hat gesprochen und die ersten 3 Tage gab er mir jeden Tag irgendein bestimmtes Wort oder einen Satz. Ja, und das habe ich gar nicht so erwartet oder geplant, aber das war so, auf unterschiedlichen Wegen hat er mir immer eine Sache sehr deutlich gemacht am Tag. Und vor allem, ich habe mich abends hingesetzt und habe einen Block rausgenommen und einen Stift und habe versucht, das einfach schwarz auf weiß aufs Blatt Papier zu bringen. Und da hat sich das auch alles so deutlich ergeben. Und dann am dritten Abend dachte ich, boah krass, jetzt habe ich verstanden, wie Gott zu mir spricht. Er gibt mir jeden Tag etwas Konkretes und Bestimmtes. Und immer wenn du versuchst, Gott in ein Schema F zu packen, dann wird er dir deutlich machen, dass du das nicht machen solltest. Denn dann direkt am nächsten Tag war es ganz anders. Okay? Und ich bin losgegangen und ich war unterwegs am Wandern und ich dachte, mal gucken, welches Wort oder welchen Satz Gott mir heute gibt. Und es kam nichts. Und dann fing ich an, so ja, vielleicht ist es das oder vielleicht möchte Gott mir das merken. Und ich merkte so schon mittags, okay, ich versuche jetzt irgendwas zu konstruieren. Aber nee, das ist nicht das, was Gott gerade im Herzen tut. Und ich brauchte dann den 4. und 5. Tag, um eins zu verstehen, dass Gott sagt, weißt du was? Ich rede die ganze Zeit. Ich rede die ganze Zeit. Die Frage ist nur, ob du mich hörst. Und ich merkte, mein Wunsch nach einer, sag ich mal, übernatürlichen Reden hat meinen Fokus weggelenkt von der Bibel, weil ich erwartet habe, dass Gott außerhalb der Bibel zu mir spricht. Und das kann er auch und das tut er auch. Aber er hat mir deutlich gemacht am 4. und 5. Tag, dass er jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, redet er. Das ist eine Garantie, die ich habe. Und manchmal nutzt er auch andere Wege, aber das ist der sicherste Weg, um Gottes Reden zu hören. Die Bibel aufzuschlagen, das sind die Dinge, an die ich mich festhalten kann. Die Worte und Sätze, die er mir in den ersten 3 Tagen gab, das ist so, ich ahne, dass es Gott ist, aber ich könnte nie sagen, der Herr hat gesprochen. Es ist eine Ahnung, ich habe den Eindruck, das tut Gott. Und wenn das nicht mit Wahrheiten aus der Bibel sich dem nicht widerspricht, dann kann das gut sein, dass Gott mir spricht, aber ich habe nie so eine Klarheit und Wahrheit, wie wenn ich in die Bibel schaue und lese, was Gott dort zu mir spricht und klar macht. Also Fasten steht immer in Verbindung dazu, dass ich mir Zeit nehme zum Beten, dass ich Zeit nehme, Gottes Wort zu lesen und mein Herz öffne, mein Bewusstsein öffne für sein Sprechen und Reden. Und natürlich kann man diese Dinge auch alle irgendwie tun ohne Fasten. Und ich kann dir das auch theologisch nicht bis ins letzte Detail auch wirklich jetzt logisch erklären, warum Fasten da unbedingt notwendig ist. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass ich ganz anders wirklich ein ganz anderes Bewusstsein habe und ganz anders offen dafür bin, wenn ich faste. Und ich merke das, als wären die ganzen Antennen, die ich irgendwie habe und mein Herz viel stärker wirklich darauf ausgerichtet, dass Gott zu mir spricht, dass Gott etwas verändert. Und zwar nicht unbedingt direkt, wenn man zum ersten Mal fastet. Das ist grundsätzlich so bei vielen geistlichen Übungen, die Gott uns gibt. Die Kontinuität ist wichtig und dass das ein fester Bestandteil einfach unseres Lebens ist.
Und dann hatte ich natürlich überlegt, es gibt auch, wenn wir in die Bibel reinschauen, unterschiedliche Formen vom Fasten. Wir haben einmal das uneingeschränkte Fasten, also man verzichtet auf Nahrung und auf Getränke. Das sollte man nicht unbedingt, wenn man noch nie gefastet hat, direkt damit anfangen. Also, und das ist auch nicht in jeder Lebenssituation und in jedem gesundheitlichen Zustand so empfehlenswert. Dann haben wir das normale Fasten. Das bedeutet Verzicht auf Nahrung, aber man trinkt viel und man sagt auch so, Wasser ist der beste Freund des Fastens. Also man fastet, aber trinkt einfach viel und so, dass der Körper auch ganz normal funktionieren kann. Und das dritte, die dritte Art von Fasten ist das partielle Fasten. Das haben wir als Beispiel zum Beispiel bei Daniel, der mit seinen Freunden auf Fleisch, auf süße Nahrung und auf Wein verzichtet. Also dass man auf gewisse Art von Nahrung verzichtet. Und weißt du, du kannst mit dem dritten anfangen, dann mal das zweite probieren und wie Gott dich auch im Endeffekt führt. Es geht bei Gott nicht darum, dass du ihm irgendetwas beweist, indem du irgendwas Krasses tust, okay? Sondern es geht darum, dass du dich auf etwas einlässt, was dich und dein Herz öffnet für etwas, was Gott bei dir tun möchte. Es ist auch die Dauer, die ist sehr unterschiedlich. Wir haben Beispiele in der Bibel, wo jemand nur einen Tag fastet und wir haben Beispiele, wo jemand 10 Tage oder 3 Tage oder 40 Tage fastet. Da gibt es nicht biblisch und unbiblisch, sondern fang doch einfach mal klein an. Vielleicht einfach nur mit einem halben Tag. Oder einfach nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Oder bis zum Abendessen oder wie auch immer. Du kannst einfach klein anfangen und dann gucken, was es in dir bewirkt und ob du Freude daran hast und ob du eine Sehnsucht bekommst, es vielleicht auch auszuweiten. Diese Frage kam aber dann bei mir. Ich habe gesagt, okay, wenn das so fest in der Bibel verankert ist, warum fasten so wenige Menschen? Warum fasten so wenige Christen? Und ich schließe mich damit ein. Und ich glaube, es gibt da mehrere Gründe und Antworten darauf. Eine ist, glaube ich, dass es früh schon in der Kirchengeschichte da auch teilweise ein falsches Verständnis für gab, wo Fasten instrumentalisiert wurde und als Gegenbewegung dazu hat man das Fasten ziemlich außer Acht gelassen. Also wenn ich das Fasten falsch verstehe, dann glaube ich, dass das bei Gott wie mit einem Automaten ist. Das bedeutet, ich werfe Gebet rein, um etwas zu bekommen und der Automat sagt, noch nicht genug. Und dann merke ich, ich muss noch mehr zahlen, dann werfe ich noch Fasten rein und dann sagt Gott, okay, jetzt hast du genug gemacht, jetzt bekommst du es. Dieses Verständnis von Fasten wird dich zu Gott nicht näher bringen, okay? Weil es immer noch nur um dich geht. Und Gott ist niemand, den du kontrollieren kannst. Du kannst das Fasten und das Beten nicht instrumentalisieren, um Gott dazu zu bringen, unbedingt das zu tun, was du von ihm möchtest. Egal, was du tust, du bekommst nie die Kontrolle über Gottes Handeln. Okay? Das ist ganz entscheidend. Wenn wir fasten, geht es nicht darum, dass wir die Kontrolle über Gott übernehmen. Wir lesen in der Stelle, wo Jesus das übers Fasten sagt, dass manche Dinge nur durch Beten und Fasten gehen, dass dort eine Kraft drin liegt. Und ich kann dir das nicht einfach naturwissenschaftlich oder sowas erklären, was Jesus genau damit meint und wie das genau funktioniert. Das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Wir können uns dessen sicher sein, dass eine Kraft darin liegt, aber nicht in der Art und Weise, dass wir dadurch Gott und sein Handeln kontrollieren. Manche Dinge im christlichen Glauben kannst du nicht rein kognitiv erfassen, sondern du musst sie auch teilweise erleben. Wenn du dem Fasten eine Chance gibst, dann wirst du an einen Punkt kommen, wo du verstehst, von welcher Kraft da die Rede ist. Aber ich werde dir das hier so distanziert nicht vollkommen erklären können. Du kannst dich darauf einlassen und du kannst es erleben. Ich glaube aber, es gibt noch einen zweiten Grund, warum so wenige Christen fasten. Und der ist noch viel entscheidender. Und der hat etwas mit König Bauch zu tun. Ich weiß nicht, ob du den König kennst. Guck einfach mal ein paar Zentimeter runter. Da siehst du ihn. König Bauch kann sehr mächtig im Leben sein. Schon am Anfang der Bibel, das erste Problem entsteht durch König Bauch. Da ist eine Frucht am Baum. Merken wir? Und Adam und Eva wollten es haben. Da ist Esau,
der sein Erstgeburtsrecht verkauft, was damals sehr viel wert war, an seinen jüngeren Bruder wegen einer Mahlzeit. König Bauch. Da sind die Israeliten, die sind befreit aus der Sklaverei, sind in der Wüste unterwegs. Und worüber meckern sie? Wären wir doch in Ägypten geblieben, denn da hatten wir Fleisch. Gott versorgte sie mit Manna, mit einer perfekten Nahrung, die alle Bedürfnisse stillte und die perfekt war für die Situation, in der sie da waren. Aber sie wollten Fleisch. Was ist es schon, Sklave zu sein, wenn du zumindest Fleisch hast? König Bauch kann sehr mächtig in unserem Leben sein. Und manchmal glauben wir, dass das gar nichts mit unserem christlichen Leben zu tun hat oder mit dem Geistlichen. Aber wir können da Körper und Geist und diese physischen Bedürfnisse mit unseren geistlichen Dingen nicht einfach so trennen. Das hat etwas miteinander zu tun. Und dazu fordert uns Fasten heraus. König Bauch in die Schranken zu weisen, ja, und uns davon nicht regieren zu lassen. Wenn wir uns die Bergpredigt von Jesus anschauen, dann geht es im 6. Kapitel insgesamt um das Leben als Christ und welche Aspekte davon sehr wichtig sind. Und eingeleitet, es geht da um 3 Dinge, die wir gleich sehen werden, und eingeleitet werden diese 3 Dinge mit diesem Vers. Da heißt es, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Das, worum es Jesus hier geht, ist, dass er sagt, hey, wenn es um Dinge geht, die euer Christsein betreffen, die als geistliche Übung zu verstehen sind, dann geht es bei all diesen Dingen nie darum, dass du etwas tust, damit andere Menschen dich anschauen und dich bewundern, dich und du irgendeine Anerkennung dafür bekommst. Wenn du das mit dieser Weise tust, dann beraubst du dich selbst dem Lohn, den Gott für dich bereithält dafür. Und danach geht es um 3 Dinge, in denen dieses Prinzip konkret angewandt wird. Er beginnt mit, wenn ihr gibt oder wenn ihr spendet. Und dann sagt er das, tut das nicht so, dass alle davon mitbekommen, denn es geht dabei nicht um euch. Zweitens, Vers 5, wenn ihr betet, dann beschreibt er, wie man beten soll. Also nicht so wie diejenigen, die sich mitten auf die Straße stellen und laut und groß beten und zeigen, wie toll sie sind. Und dann auch noch, wenn ihr fastet. Und auch da sagt er, wenn ihr fastet, zieht euch nicht so an und geht nicht so durch die Gegend, dass jeder denkt, oh, der wird sicher fasten, der sieht schon so kaputt aus, der fastet sicherlich, sondern sagt, geht gepflegt, pflegt euch, macht alles so wie sonst auch, damit ihr nicht die Aufmerksamkeit dafür auf euch zieht. Und wisst ihr, diese 3 Dinge, spenden, beten und fasten, werden hier als eine Einheit dargestellt. Das ist so ein bisschen wie im Predigerbrief heißt es so, eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Okay, wenn du nur betest, ist das gut, aber wenn es um die Stabilität und die Kraft der Beziehung zwischen dir und Gott geht, ist es so, eine dreifache Schnur ist deutlich stärker als eine einfache. Und es ist auch mehr als nur die Summe dieser 3. Und hier wird das beschrieben. Und wisst ihr, was alle 3 Dinge gemeinsam haben? Geben, beten und fasten. Alle diese 3 Dinge verlangen eins von dir. Sie verlangen von dir, dass du verstehst, dass es nicht nur um dich geht. Wenn du spendest, dann nimmst du Geld, was eigentlich dir zusteht, rein menschlich gesehen, und sagst, okay, ich entscheide mich dafür, dass dieses Geld nicht für mich und für meine Bedürfnisse und Wünsche ist, sondern für jemand anderen. Was du tust, ist, du gehst aus dem Mittelpunkt deines Lebens heraus und machst, indem du Geld abgibst, machst du Platz für etwas anderes in deinem Leben. Dass Gott damit etwas passiert, was nicht in erster Linie dein Bedürfnis und dein Wunsch stillt, sondern etwas anderes passiert. Wenn du betest, tust du genau dasselbe. Du gehst aus dem Mittelpunkt deines Lebens heraus und sagst, es geht nicht nur darum, was ich kann
und was ich bewirken werde, sondern ich bete zu Gott, weil ich weiß, dass ich nicht alles kontrollieren kann. Ich bete zu Gott, weil ich mir wünsche, dass meine Fähigkeiten nicht die Grenzen meines Lebens sind, sondern ich gebe Gott Raum im Mittelpunkt meines Lebens und ich bete, weil ich möchte, dass er hier wirkt und dass er hier etwas tut. Und wenn ich faste, mache ich genau dasselbe. Wenn ich faste, sage ich, nicht mein König Bauch regiert in meinem Leben, nicht mein physisches Bedürfnis und mein Hunger, sondern ich stelle mein Bedürfnis zurück. In meinem Leben geht es um mehr als um Essen und Trinken und um Geld haben. Ich mache Platz im Mittelpunkt meines Lebens. Jedes Mal, wenn ich spende, wenn ich bete und wenn ich faste, entscheide ich mich dafür zu sagen, in meinem Leben geht es mehr als nur um mich. Und vielleicht glaubst du, oh, das scheint nicht sehr attraktiv zu sein, weil komme ich da selbst nicht zu kurz bei rum. Eine Sache, mit Gott ist das anders als mit anderen Menschen. Wenn du dein Bedürfnis zurückstellst, kann das in der Beziehung zu anderen Menschen dazu führen, dass sie dich vielleicht ausnutzen. Das wird Gott nie tun. Gott gibt dir eine Verheißung, eine Zusage, dass er sagt, wenn du dich zuerst nach meinem Willen und nach meiner Gerechtigkeit, nach meinem Reich ausrichtest, er sagt das in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst, richtet euch zuerst nach meiner Gerechtigkeit, nach meinem Reich aus und dann wird euch alles andere zufallen. Das bedeutet, wenn du Platz machst im Mittelpunkt deines Lebens und zurücktrittst, dann wirst du nie zu kurz kommen. Denn Gott wird dir alles geben, was du brauchst. Nicht alles, was du willst. Das ist manchmal ein Unterschied. Okay? Aber Gott wird dir alles geben, was du brauchst. Darüber musst du dir keine Sorgen machen. Als ich dann am ersten Tag dann auf Gran Canaria in den Bergen war, dann war das Erste, was Gott mir deutlich gemacht hat. Ich bin dahin gekommen, damit ich etwas höre, damit ich Klarheit bekomme. Und Gott sagte mir zuerst, Erwin, es geht nicht um dich. Mach Platz im Mittelpunkt deines Lebens. Und Gott sagte mir, Gott legte mir nichts aufs Herz, was irgendwie mit mir zu tun hat und mit meinem Leben, sondern er zeigt mir zuerst seine Größe und seine Schönheit und seine Macht. Und er sagte, mach Platz im Mittelpunkt deines Lebens und dann wirst du erkennen, wozu ich in der Lage bin. Wisst ihr, der sicherste Weg für ein unerfülltes Leben ist es, sich selbst in den Mittelpunkt seines Lebens zu stellen. Das ist der sicherste Weg für ein unerfülltes Leben. Wenn es in deinem Leben nur um dich geht, wirst du die Erfüllung, die Gott dir geben möchte, nie erleben. Weil du reservierst den Platz, den Gott gerne ausfüllen möchte. Aber da stehst du. Mit dem, was du willst, mit deinen Vorstellungen, mit deinen Überzeugungen, da bist du. Und Gott sagt, mach Platz. Mach Platz im Mittelpunkt deines Lebens und ich werde es füllen. Ich werde Dinge tun, zu denen du nicht in der Lage bist. Und ich werde dein Leben erfüllen, wie es niemand sonst tun kann. Ich möchte dich ermutigen, morgen zu fasten und Platz zu machen im Mittelpunkt deines Lebens und zu schauen, wie Gott diesen Mittelpunkt füllt. Und wenn morgen nichts Besonderes passiert, dann geht es dir genauso wie mir. Das ist nicht schlimm. Dann kannst du nächste Woche Montag wieder fasten. Du musst auch nicht bis nächsten Montag warten. Du kannst auch Donnerstag oder Freitag machen oder wann auch immer. Und wenn du diesen Weg des Vertrauens gehst und Platz machst, wisst ihr, das ist, wenn du vielleicht sagst, naja, das mit dem Mittelpunkt und so, das ist, finde ich, sehr abstrakt. Faste einfach mal oder spende, dann merkst du, ist nicht abstrakt. Ist praktisch, merkst du, spürst du. Ist nichts Abstraktes. Das erlebst du. Ich möchte dir eine Minute Zeit geben und zwei Fragen stellen.
Für welches Ziel, für welches geistliche Ziel in deinem Leben möchtest du fasten? Und möchtest du jetzt eine Entscheidung treffen, morgen damit anzufangen? Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der sich um uns kümmert. Dir ist nicht egal, wie es mir geht, was mich bewegt, was mir wehtut. Du kennst meine Sehnsüchte und die Sehnsüchte jedes einzelnen Menschen hier in diesem Raum. Ich danke dir für die Zusage, dass du uns alles geben willst, was wir brauchen, dass du uns erfüllst und unseren geistlichen Hunger stillst. Schenke uns den Mut, schenke uns die Überzeugung, auch diesen Schritt zu wagen und dir Platz zu machen. Und ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment einfach zu jedem in seine Situation hineinsprichst und aufzeigst, welchen Fokus er auch für den morgigen Tag beim Fasten haben kann. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der spricht, der uns da nicht alleine lässt und der uns so reich beschenkt. Gott, das begeistert mich. Amen.